Hallo Leute, ich habe bisher in den ganzen Mod-Vorstellungen noch nicht gesehen, dass die Funktion des Liberators, des Befreiens, irgendwie in den Zusammenhang gebracht wurde, für die es erfunden wurde. Und zwar, im Endeffekt, der Ursprung des Gerätes ist ja im Endeffekt, dass man Karten erforschen kann in einigermaßen zügiger Zeit. Jetzt sind wir mal hier auf einer, das sieht ja schön aus alles hier. Wunderbar, wir kennen es noch nicht. Na gut, ich kenne es aber. Fahren da dann so durch die Gegend. Und da geht schon los. Man fliegt durch die Landschaft. Das machen wir mal einen ganz krassen Jump. Kommen wir irgendwo raus und hängen dann blöd im Eck. So, und jetzt können wir wieder hergehen. Können wir uns die nächste Straße verkaufen. Kostet ja nur 100 Euro. Oder man tut sich lieber reden. Ja, dann mache ich mal die Kamerabewegung aus. Zwar an sich geht das Teil nur nach oben. Da haben wir hier wenig Glück, dass da hier irgendwas bewegt wird. Also wir müssen den Burschen irgendwie anders rauskriegen. Mit dem Liberator, den ich mit der Feststelltaste aktiviere, wenn ich das mache, geht er pauschal 3 km/h nach oben, immer. Und dann kann ich den mit dem Keypad-Tasten, also mit dem 10er-Block, rechten Seite der Tastatur, kann ich das Teil dann bewegen. Also, als erstes mal müssen wir den von dem Baum weg. Dann muss ich ein bisschen probieren, in welche Richtung da alles geht. Weil die Richtung sind gefixt an der Karte. So, wunderbar. Bin ich mal von dem Baum weg. Dann kleines Phänomen. Für mich ist kein Fehler. Es ist halt so, die Taschen liegen ja auch auf dem, die Lichter liegen auch auf dem 10er-Taschenblock. Dementsprechend gehen die halt dann an, wenn der Liberator auch ist. Das liegen wir immer noch auf dem auf dem Kreuz. Deswegen kann man mit plus minus mal geteilt den Kamerad holen. Damit stehe ich wieder auf den Füßen. Ich habe vorher gesagt, dass der, sobald der Liberator aktiv ist, pauschal mit 3 km nach oben geht. Und das immer. Mache ich zum Beispiel sowas. Und fahre wohin, wo ich jetzt gar nicht will. Und ich sehe, ich komme ins Rollen und Stolpern. Ich drücke einfach die Feststellen. Jede Bewegung wird gestoppt. Jetzt machen wir das nochmal kontrollierter. Jede Bewegung wird gestoppt. Und so kann ich quasi, da will ich jetzt zum Beispiel nicht hin, weil bis der dann wieder runterkommt, und so drücke ich einfach den Liberator, er bleibt einfach stehen. Und so kann ich mal gefahrlos über die Strecke fetzen. Wenn man da ein bisschen Übung hat mit, stimmt so. Ich meine, der Bursche läuft eben 120. Ich meine, ich will ja auch schnell jetzt zum Beispiel mal gucken, was ist denn da oben. Ja, und sehe schon. Da komme ich, kam ich wieder in Bredouille und so. Ah, da oben ist noch ein Feld. Wunderbar. Und weiter geht's. Das ist der Sinn des Liberators, dass ich, ja, hirnlos, nenne ich es jetzt mal so, über die Karte brechen kann. Und ich weiß eins, der holt mich immer raus. Ich habe meinen ADAC quasi im Handschuhfach.
So, das ist der Einsatzzweck des Liberators. Und schon wieder Regular. Aber, ja, Sperrsicken macht uns nichts. Los geht's. Weiter geht's. Payoff, das hat euch gezeigt, wofür dieses Teil gut ist. Und ich hoffe, dass ihr auch mit Spaß habt beim Erforschen von irgendwelchen Karten. Die ganzen anderen Sachen, die ich da dran gebaut habe. Im Endeffekt ist es ein Mod-Schulungsprojekt gewesen. Wie baue ich mir meinen Mod? Was muss ich machen, damit ich einen Attacher habe? Damit ich eben Heckhydraulik. Wie funktioniert das? Was muss ich wohl in welches XML eintragen? Wie gehen die Lichter? Und so weiter und so fort. Wie geht Skinnen? Wie geht jenes? Und ja, die ganzen anderen Feature sind mir eigentlich ziemlich egal. Ich benutze eigentlich gar nicht. Ich habe jetzt hier mal ein Spiel gestartet, wo ich zum Spaß alles mit dem Grasshoppern mache. Und ja, gut. Ich weiß auch nicht. Zum richtigen Spielen sind dann doch die normalen Traktoren viel geschickter. Man ist nicht so schnell, aber wenn man im Helfermodus arbeitet, ist man mit dem Hopper nicht schneller wie mit dem Traktor. Man verbraucht weniger Sprit und hat weniger laufliche Belastung, sage ich jetzt mal so. Nichtsdestotrotz freue ich mich über jeden Download und ich freue mich über jeden Download, der nicht auf irgendeiner Modcloud-Seite dann wieder auftaucht. Weil die Kameraden, das ist ja mal echt eine total verrückte Spezies. Also auf die Ideen bin ich noch nicht gekommen, so massiv mit anderen Leuten Arbeit, Geld zu verdienen. Ja, früher in den 20er, 30er Jahren war eine Schutzgelderpressung von der Mafia. Genau so, genau das halte ich von den Aktionen, die da laufen. Selber nichts auf die Beine gestellt kriegen und aber meinen, hier einen großen Matz zu machen. In diesem Sinne, ich freue mich aber trotzdem für jeden oder um jeden, der ein bisschen Spaß mit diesem Gerät hat. Anschluss keiner dran. Ich habe die Fahrleistung so gemacht, dass man schön über die Strecke fetzen kann. Das Fahrverhalten. Für mich passt's. Geht auch mal ab und zu vom Gas, weil der rollt gut aus. Damit lässt sich auch viel Sprit sparen. Und ja, vielleicht mache ich nochmal einen Mod, wenn nicht so viel geklaut wird. In diesem Sinne wünsche ich euch was. Schönen Abend. Eisbar.